Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe der 2-Minuten-Rezension des Literaturcafé. Diesmal geht's um den aktuellen Roman von Ralf Kramp, Abendlied. Herbie Feldman, sein Serienprotagonist, hat in frühester Jugend seine Eltern bei einem Autounfall verloren, hat seitdem einen unsichtbaren Begleiter namens Julius und steht unter der Vormundschaft seiner unnachgiebigen Tante Hetty, die auch sein Vermögen verwaltet. Diesmal steht Herbie vor der unlösbaren Aufgabe, sich einen Job suchen zu müssen, denn Tante Hetty droht ihm ein weiteres Mal, ihm sonst die Geldzahlung zu sperren. Also wird Herbie kurzerhand zum Chauffeur des abgehalfterten Schlagerstars Teddy Marco. An seiner Seite erlebt er eine Menge unvorhersehbarer Ereignisse und gemeinsam mit seinem unsichtbaren Freund Julius gerät er von einer ins andere Fettnäpfchen. Insgesamt schildert Ralf Kramp sehr humorvoll und auf seine gewohnt charmante Art die Ereignisse rund um Herbie und Julius. Das Buch ist auf jeden Fall lesenswert, es zwingt immer wieder zum Lächeln und es ist ein Beweis dafür, dass Ralf Kramp einer der Großen des deutschen Krimis ist und der auf unnachahmliche Weise es versteht, Humor mit kriminalistischer Handlung zu verbinden. Ich kann euch nur empfehlen, lest das Abendlied. Ihr findet jetzt gleich die Daten dazu. Und wenn ihr noch mehr über Ralf Kramp sehen und erfahren wollt, dann empfehle ich euch das große Ralf Kramp Special des Literaturcafés. Ich habe es hier für euch verlinkt. Hat euch diese Rezension Spaß gemacht? Dann sage ich vielen Dank. Hinterlasst mir ein Abo und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Tschüss!